Ich kannte Joe Dufftown tatsächlich selber. Er war mit einer Freundin von mir gut und ich habe natürlich dadurch, wie er gestorben ist, die ganze Geschichte mitbekommen. Aber damals nicht daran gedacht, dass man einen Artikel drüber schreiben könnte. Und dann kam ja erneut der Bergkarabach-Konflikt auf. Und dann dachte ich mir, okay, ich glaube, wir müssen diese Geschichte schreiben, die gehört, erzählt. Und so bin ich auf den Text gestoßen. Ich habe seine Tante auf Facebook gefunden und sie dann kontaktiert und war überrascht, dass sie dann wirklich zugesagt hat, dass wir darüber einen Text machen können. Ich habe dann seine Mutter in ihrer Wohnung besucht, habe mit ihnen, ich glaube, 2 oder 3 Stunden sogar gesprochen. Und ich muss dazu sagen, ich habe noch nie auf einem Termin geweint, aber das war der erste Termin, da habe ich wirklich das Weinen angefangen, weil es mich so berührt hat. Und wir haben dann Notizen, haben sie mir dann gezeigt, die wo er im Krieg verfasst hat, die sind in einem Artikel drin, also wirklich, die unterstreichen das Ganze, finde ich, nochmal ganz anders da. Und die durfte ich dann auch mitnehmen und dann habe ich einfach das Tippen angefangen und auf einmal war der Text dann fertig. Also es ging dann ganz flott am Schluss. Also ich muss sagen, vorab habe ich zu der Familie gleich gesagt, ihr seid Armenier, aber ich schreibe diese Geschichte nicht, dass am Schluss ihr sagt, oh, das blöde Aserbaidschan oder sonst was, sondern diese Geschichte ist dafür da, um ein Schicksal vom Soldaten zu zeigen. Und so ist es aber auch zum Glück bei der ganzen Gemeinschaft angekommen. Also keiner hat gegen irgendeine Nationalität gehetzt, da war ich sehr froh drum. Viele hat das Schicksal mitgenommen, die Familie war sehr zufrieden mit diesem Artikel. Ich glaube, das war ihnen auch wichtig, dass man diese Geschichte vielleicht mal gedruckt sieht. Sie waren auch stolz, dass diese Geschichte erzählt worden ist und mein Umfeld, mein persönliches Umfeld zum Beispiel, war sehr begeistert von der Geschichte. Also jedem, den ich den Text vorgelesen hat, hat tatsächlich das Weinen angefangen. Und diese Geschichte, glaube ich, hat die Leute auch wirklich bewegt. Und das war, glaube ich, das Ziel davon, dass man sieht, okay, Krieg ist keine Lösung. Viele Menschen sterben und das ist eines der Schicksale.